Es soll Leute geben, die meinen, dass das, was wir machen, geschmacklos ist, weil doof draufsteht, aber das ist ja deren Problem, nicht unseres. Sieht schon ganz scharf auf uns. Ui. Mats ab! Doofheit ist Entspanntheit im Hier und Nichts. Es geht da-da! Da-da! Haha, ja. Mama Humba! Hallihallo, wir sind die Doofen. Stecken Sie ruhig noch einen Kartoffelchip rein. Das finden wir gut. Wir zählen auf Sie. Tja, meine Damen und Herren, heute erzähle ich Ihnen, wie man einen richtigen Hit fabriziert. Im Fachjargon der Musikwelt nennt man das auch einen Hit produzieren. Ich habe vor mir ein Mischpult, das vonnöten ist, wenn man ein Lied klar und deutlich aufnehmen will. Klar und deutliche Lieder lauten zum Beispiel I love you, baby! Im Gegensatz dazu ist noch nie ein Hit geworden und wird es wahrscheinlich auch nie werden. Ähnlich verhält es sich mit der Gitarrenuntermalung. Die Gitarre ist ja ein sehr populäres Instrument, gerade auch, aber nicht nur in der Popmusik. Will kein Mensch hören. Hingegen schon. Wenn Sie bei Ihren Heimversuchen auch einmal einen Hit dabei herausspringen lassen wollen und reich werden wollen, wie zum Beispiel Alexander von Oswald, den Sie wahrscheinlich nicht kennen, es sei denn aus der Fachpresse, dann beherzigen Sie meinen Rat. Das Lied Mief ist eigentlich auch wieder in einem gemeinsamen goldenen Moment entstanden, weil Wiegald sehr stark transpiriert. Wie heißt das Lied, bitte sag? Nimm ich irgendwas wie? Das ist irgendwas so mit hier, mit diesen, also nicht dieses andere, nein. Dieses eine was. Weißt du, was ich dir neulich schon erzählt habe? Nimm ich, nee. Das war irgendwie mit Gestank. Nicht nur das eine, das mit den Doofen, wo das mit der, an der Laterne mit den Mädchen, aber stinken und so. Mief, 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 mief. Ohrenschmalz, Nasenspeck, Kragenspeck. Ohrenschmalz, Kragenspeck, Mundgeruch. Und Nageldreck, Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt doch, wenn ich miefe, wie ein Aal. Einer fischverliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief. Gestank. Mief. 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 Gestank. Ank. Mief eben, nicht? Hat damit nichts zu tun. Oder sagt nichts aus, ob man jetzt ein guter Kerl ist oder nicht. Sagt doch über den Charakter gar nichts aus. Seifenschaum oder Toilette, Badegel und Nagelset.
Haarshampoo und Zahnpasta hab ich heute grad nicht da. Sie sind einmalig originell und diese Originalität wird honoriert. Ich habe inzwischen schon mal aufgemacht, meine Damen und Herren, seien Sie genauso überrascht wie ich. Schön, wenn auch mal Außenseiter einen Preis kriegen. Ich hätte es nicht gedacht. Preisträger, die Doofen. Super! Wir wussten ganz genau Bescheid. Es war ein abgekartetes Spiel. Wir haben natürlich auch an dieser Stelle überlegt, wem wir jetzt Dank spenden, ob wir aus der Reihe der vielen Menschen, die uns unterstützt und geholfen haben, irgendjemanden herausgreifen wollen. Und Sie können sich sicherlich denken, was wir entschieden haben. Natürlich. Und zwar möchten wir jemanden danken, der uns während unserer Schallplattenaufnahmen ganz besonders viel Unterstützung hat zuteil werden lassen. Heißen Dank an Werner vom Imbiss zur Bratpfanne. Dankeschön. Duft, 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 wir fahren in den Puff. Duft, 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 wir fahren in den Puff. Vor mir saß Marius Müller-Westernhagen, was mir persönlich Freude bereitet hat. Ich weiß gar nicht genau warum, aber er ist halt ein ganz großer Star. Er hat mir einmal sehr freundlich zugenickt. Ich habe zurückgenickt, so. So unter Kollegen. So, also er hat zu mir so gemacht. Und ich habe so gemacht. Also man muss wirklich an dieser Stelle mal öffentlich bekennen, dass das mit dem Erfolg so nicht geht. Nein. Nämlich jetzt auch, wenn ich stinke. Wir haben uns leider auch falsch beraten lassen. Natürlich. In finanziellen Angelegenheiten. $1 million doesn't sound too bad. But what about the boys? Denn sonst sage ich winke, winke und goodbye. Also wir haben unsere ersten 236 Millionen in Kartoffelsägen angelegt. Und den Hallischen Kometen bestellt. Und der Hallische das Komet, der ist aber noch immer nicht gekommen. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich frei. Aber ganz windiges Da hat man uns aber auch wieder übers Ohr gehauen. Ich hab am Anfang habe ich auch gedacht, toll. Schreib mir bitte keine Briefe, nimm mich jetzt doch, wenn ich miefe wie ein Aal. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Mief, 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 mief. Sag doch über den Charakter gar nichts aus. Mach Tütengalt. Ich habe mir übrigens neulich ein paar Neonfische gekauft. Tatsächlich. Aber. Und? Ist nix, ne. Schmecken nicht? Na. Oder hast du die als Lampenersatz? Oh. Ging nicht. Und weil du die in die Fassung reingeschraubt hast. Du hast die in die Fassung reingeschraubt. Die musst du natürlich im Bassin lassen. Ich weiß nicht. Dann bin ich ins Zoogeschäft gegangen, hab so einen Sack dahingestellt und gesagt, hier, Neonfische. Da rein oder zack, was? Zack, ja. Und gegen Kartoffeln getauscht oder was? Ja, Mensch, was machst du denn mit deinen ganzen Kartoffeln? Man versucht doch jetzt alles. Ich meine, man ich hat zu Hause die diese auf. Ganzen... Alle? Ja. Bei mir gibt's Kartoffelwoche. Nimm mich jetzt doch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Also wir haben eigentlich alles voll, falsch gemacht, alles was falsch man in einer Künstlerkarriere falsch machen kann. Mief, 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 mief. Die Doofen dürfen das. Aber die Tatsache, dass wir auch durch windige Anlageberater reingefallen sind und unsere Taschen nur mehr leer sind, hat uns nur noch mal dazu gebracht, uns zu konzentrieren. Ja, man bleibt auf dem Boden doch, man hebt nicht so ab. Und Jesus, darum geht's. Natürlich. Jesus. Achtung, Tonprobe. Jesus liebt dich. Liebe Kinder, heute bekommen wir Besuch von den Doofen. Und wir als die Doofen sind dann bereit, in den Unterricht zu gehen und einfach auf unsere heitere und beschwingliche und jugendliche Art und Weise den Kindern ein wenig dieses Thema näher zu bringen. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, sie berichten uns vom Heiland Jesus Christus. Der Mann sah ja gut aus. Der sah gut aus, ne? Klar.
Hast, haben Sie ein Foto? Wobei man mit diesen Fotos aus der Zeit noch sehr vorsichtig sein muss. Das war irgendwie so ein Silikon, so ein Silikatverfahren. Also das ist unscharf und so porös. So merkwürdig, dass diese Leute auf diesen ganz alten Bildern noch relativ jung aussehen. Ne? Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus hatte langes Haar und braune Augen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an, wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Er hat mit Sicherheit auch am Leben ganz normal Spaß gehabt, hat dies gemacht, aber auch eben das, nicht? Ist gewandert und so weiter, all diese Tugenden. Eine Art Frühhippie im Grunde. Also ich würde das schon etwas anders sehen, weil Jesus war Gottes Sohn. Das ist eine besondere Dimension. Also sagen wir mal, eine Garage, die etwas Besonderes ist, ist eben nicht eine ganz normale Garage, sondern sagen wir mal, eine Garage mit elektrischem ferngesteuerten Garagentor. Da muss man schon differenzieren. Bei Jesus ist das genauso. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Ja, die sind super. Doof. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Dass sich eine besondere Form von Erleuchtung einstellt. Das ist praktisch der Hieronymus-Bosch-Effekt, der ja mit seinem Kumpel Günter Osram zusammen die Glühbirne an sich selbst getestet hat. Er hat die Glühbirne in den Mund gesteckt und die Hose ausgezogen und mit dem Hintern auf dem Velourteppich so lange gerubbelt, bis sozusagen durch die statische Aufladung diese Glühbirne zu leuchten anfing. Und ähnlich ist es mit dem Lied Jesus auch. Je öfter man es singt, desto öfter singt man es. Jesus war ein Wandersmann, am liebsten auf dem Ozean. Ja, und seine Zaubershow, die hatte wirklich Weltniveau. Das ist auch ein Rat an all unsere Mitmenschen und an unsere Fans draußen in der Welt, dass man, wenn man dieses Lied oft singt, dass man dann dieses Lied oft singt. Ja, aus Wasser, da machte er Wein. Wer will da nicht sein Kumpel sein? Aus einem Brötchen, da wurden zwei. Mensch, da komm doch noch mal vorbei. Ich war in der Schule ein zugegebenermaßen sehr, sehr schlechter Schüler. Jesus. Ich war ein sehr guter Schüler. Jesus. Ich habe mich an sich nur für die Mädchen interessiert und für Fußball. Das war an sich alles andere war völlig uninteressant. Ich bin auch sehr oft sitzen geblieben, habe aber dann doch dem Ehrgeiz meiner Eltern folgend das Gymnasium besucht, mit wenig Erfolg. Bin zweimal, wie gesagt, sitzen geblieben, beim dritten Mal haben sie mich dann rausgeschmissen. Ich war an sich immer ein relativ ängstliches Kind. Ich habe mich auch nie geprügelt im Unterricht oder auch überhaupt in meiner ganzen Jugendzeit eigentlich nicht, weil ich ein sehr guter Sportler war und immer weglaufen konnte. Und ich habe ein einziges Mal, wo also alle Rowdies der Klasse haben, also das war im Januar, die übrig gebliebenen Silvesterraketen auf dem Schulhof explodieren lassen. Und ich habe immer so daneben gestanden und fand das, also weiß ich nicht und sowas. Und dann hat einmal, habe ich gedacht, Scheiße, habe richtig meinen Schweinehund überwunden, wie vom 10-Meter-Brett springen und habe das angesehen. Und genau ich bin der Einzige gewesen, den sie erwischt haben. In der vierten Klasse zum Klassensprecher gewählt worden, wusste aber nichts um die Aufgaben, die mit diesem Amt verbunden sind und habe gedacht, dass es der normale Alltag eines Klassensprechers wäre, in der Pause nachzuschauen, welche Mitschüler sich verprügeln gegenseitig und kloppen und raufen. Habe diese Namen auf einem Notizblock notiert und im Lehrerzimmer abgegeben. So eine Art Stasi quasi, nicht? Ja, ich habe das schon öffentlich gemacht. So haben sich früher auch, ich war ja ein schlechter Schüler, so haben sich die Streber immer benommen. Jesus. Wie Streber? Jesus. Ja, es ist schon, die Leute wissen schon, wovon was ich rede. Was meinst du jetzt mit Streber? Du warst echt okay. Soll ich dir eine hauen? Ich werde dich beim Regisseur einschwärzen. Jesus. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich überhaupt nicht jetzt mit... Hier, das habt ihr alle gesehen. Ich habe den... Gar nichts habe ich gemacht. Jesus. Ich bin dann der Böse nachher. Every time for play. Doofen dürfen das.
Hitze der Nacht. Ja, in der Hitze der Nacht. In der Hitze der Nacht. Da bin ich schweißgebadet aufgewacht. In der Hitze der Nacht. Nach wie vor in der Hitze der Nacht. Ja, in dieser verfluchten Hitze der Nacht. Nach wie vor in der Hitze der Nacht. In der Hitze der Nacht. Na was denn nun? Da bin ich aufgestanden und hab überall den Thermostat gesucht. Hinter der Gardine und bei der Fußleiste. Da war der aber nicht. Da bin ich in den Keller gegangen. Vielleicht war das so ein Hauptschalter. Den hab ich umgelegt. Und so hab ich in der Hitze der Nacht schließlich die Heizung ausgemacht. Au! Und nun, Olli Tiere Sensationen. Eine Personality-Show mit Olli Dittrich. Viel Vergnügen. Bunt, 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 bunt. Bum, 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 bum. Mein Name ist Bond, Olli Bond, 00 Agent mit der Lizenz zum Tröten. Ich habe als Kind auch schon relativ frühzeitig festgelegt, dass es ins Unterhaltungsfach gehen soll. Grüß Gott, liebe Zuschauer hier im dritten Programm. Vor einigen Wochen sahen Sie an dieser Stelle Olli Ditschkocks Filmklassiker Die Vögel. Aufgrund der starken Nachfrage sehen Sie heute den 24 Jahre später erschienenen und völlig erfolglosen Streifen Die Vögel 2. Aufgrund einiger brutaler Essensszenen, die der Zensur leider zum Opfer fielen, zeigen wir Ihnen heute die stark verkürzte Fassung. In den Hauptrollen Marianne Segebrecht und Günther Strack. Spannende Unterhaltung. Ich habe allerdings auch einen Umweg über den Sport gemacht. Ich war Hamburger Auswahlspieler in der Leistungsklasse seiner Zeit. Links außen habe ich gespielt beim TuS Alstertal. Ich hatte gedacht, haust du rein die Kirche und du bist Weltmeister und zack, war der drinne. Dann bin ich halt über verschiedene Umwege dazu gekommen, eine kleine Amateurkapelle zu gründen 1974. Das war die erste Band und seitdem mache ich halt Musik. Ich habe dann sozusagen verschiedene Bands gespielt, bis heute in Tausenden, Beat und Skiffle und sonst wie Kapellen, Schlagerkapellen bis heute, das hauptsächlich gemacht und dann als Songwriter in erster Linie gearbeitet. Du hast mir darauf erzählt, dass er von mir ist, doch ich hatte dich zuvor nicht einmal geküsst. Die Songs sind auf eine Art geschrieben, wie halt in den 60er Jahren vor allen Dingen Songs geschrieben worden sind. Ich bilde mir mal ein, dass sie also doch eher melodieorientierte Songs eben doch sind, sehr stark eigentlich. Dragging my feet in the hope I be late. Don't wanna be part of this double day. Das ist eigentlich ganz ulkig, weil man jetzt denkt, aha, der macht jetzt wirklich nur sowas aus der Zeit. Das war eigentlich mehr so Zufall. Vor allen Dingen so die ersten Male, wo ich dann eben auch unter gefechtsmäßigen Umständen eben auch vor Publikum wirklich gespielt habe und das teilweise ganz, ganz lustig war und gut ankam. Man sollte nicht verheimlichen, dass Ollis gesamtes künstlerisches Schaffen von einer Person durchgehend geprägt ist und das ist die von James Last. Ja. Das waren so Erfahrungen, die dann auch dazu geführt haben, dass man immer so richtig rumgesponnen hat. Das heißt, ich hab dich lieb. Wie schön ihr durch die Backen pfeift, wie schön, dass es euch gibt. Piep, 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 piep. Später irgendwann, dann schneid ich euch die Haare
An mir kommt nämlich niemand vorbei heutzutage und Sie, aua, schon gar nicht. Oh bitte, bitte, wein nicht, sonst fang ich auch gleich an. Oh bitte, bitte, wein nicht, zurückgehen kann man nicht. Ursprünglich wollte ich persönlich Schaffner werden, so im Alter von 8 Jahren. Ich hatte auch eine elektrische Eisenbahn, mit der ich schon geübt habe. Im Alter von 10 Jahren ging ich eines Tages in den Keller und sah dort auf der blauen Waschtischkommode neben der Waschmaschine eine Schallplattensammlung meiner Mutter und dort war auch Elvis Presley. My clothes are not eatable, so please take care. Und da ist eigentlich die Entscheidung gefallen, dass ich einmal Popstar werden will. Nun habe ich dieses Ziel nicht erreicht. Ich habe einen Umweg beschritten über den Sport. Schließlich landete ich als Journalist beim Fernsehen. Bei der ganzen Arbeit, dennoch hast du jetzt noch Zeit zum Wichsen überhaupt. Zum was? Ich melde mich hier von den deutschen Golfmeisterschaften in Bensersiel. Zack, zack! Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist der Golfsport nicht mehr das, was er mal war. Es gibt auch ein recht untypisches Golfpublikum in diesem Jahr. Vielleicht können Sie mithelfen, den Golfsport wieder zu dem zu machen, was er mal war, nämlich ein exklusives Vergnügen der oberen 10.000. Was denn Ihr Handicap? Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Schade eigentlich. Bitte, bitte, weine. Vergangenheitsbewältigung wie auch Geschichtsschreibung sind ja ein weites Feld, das ich privat mit dem Anfertigen von Tagebüchern für mich abhake. In dem blätter ich dann immer so zwischen den Jahren, so ab dem zweiten Weihnachtstag ein bisschen herum. Die erste Nacht war wie ein Feuerwerk. 19 Stunden haben wir uns geliebt. Ich dachte, endlich habe ich sie gefunden. Ich habe eine ganze Reihe Schallplatten gemacht, die auch zum Teil nicht uninteressant sind und die damals, als sie rauskamen, sehr schlecht verkauft. Ich weiß noch, die erste, glaube ich, 1000 Mal. Das Hühner-Frikassee! Die zweite 800 Mal. Jutta, komm an meine Brust! Dann so, die letzte war so 150 Mal. Ach, warum ist das? Da sind schon einige Perlen darunter, die ich privat jetzt aber nicht besonders oft höre. Ich trage ja auch nicht mehr die Tennissocken, die ich mit 11 mal von meiner Oma zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Die habe ich zwar noch, aber die ziehe ich selten an. Ich muss jetzt schnell zur Nierenstein, Herr Trümmer, und hoffe, dass Ihnen unsere kleine blasphemische Sendung wenigstens ein bisschen gefallen hat. Au! So viel zu meiner Biografie. Wir haben dieses Lied gemeinsam hergestellt und im Nachhinein ist uns aufgefallen, dass auch in diesem Duett eine Frau vonnöten ist. Haben dann gelost, wer die Frau spielen muss und ich habe gewonnen. Schnucki Bärchen, Pippi Darling, sag mal, hast du mich noch lieb? Wenn ich sage, Hasi Mausi, du hast doch ein Piep. Wir haben keine Probleme. 50 Sack Kartoffeln haben mehr Grips als du. Ein Badewannenstöpsel hat einen höheren IQ. Wo andere einen Kopf haben, hast du einen Blumenkohl. Und der ist nicht mal nass, denn er ist von innen hohl. Schnucki Bärchen, Pippi Darling, sag mal, hast du mich noch lieb? Wenn ich sage, Hasi Mausi, du hast doch ein Piep. Oh, du spielst ja Saxophon. Jetzt lass mich mal. Spiel mal hoch. Saui Waui, Schnucki Bärchen, Pippi Darling. Du bist wirklich dumm wie Heu. Du bist die dümmste, hässlichste, grauenhafteste. Sag mal ehrlich, Hasi Mausi, bleibst du mir auch treu? Du hast null Ahnung. Doch
Ja, komisch, dass dir das seit 20 Jahren so gut gefällt. Wir sind das dümmste Pärchen auf der ganzen Welt. Habt ihr Bonbons für mich? Was? Meine Güte, was bist du braun gebrannt? Oh, meine Güte, das kommt nicht in die Tüte. Meine Güte, du siehst ja wie ein kleiner Neger aus. Oh nee, wie haben wir uns kennengelernt? Ja, ich hatte ja damals Probleme, überhaupt jemanden kennenzulernen. Und das ist über Jahre mit Kontaktanzeigen immer schiefgegangen. Die sahen alle zu gut aus. Und irgendwann habe ich ihn dann getroffen. Und er war genauso eigentlich wie ich. Und dann haben wir gesagt, jetzt bleiben wir zusammen. Wo ist Wiegald Boning? Ach, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo Wiegald Boning ist? Ja, Wiegald Boning, das bin ich. Und das hier ist Herr Dr. Schröder. Da ist die Kamera. Ich begrüße Sie recht herzlich hier aus dem Zentrum von Ospedale, der berühmten italienischen Medizinstadt. Wie Sie an der Dekoration unschwer erkannt haben, befinden wir uns jetzt im Shuttlebus, der uns Fachmediziner und Journalisten vom Kongresszentrum zum Kongresshotel hier fährt. Die Straßenzustände in Mittelitalien sind recht bemerkenswert. Aber auf Platz 19, wir befinden uns mittlerweile in Top 20, auf Platz 19 ist Seela. Richtig. Mit ihrem Lied La Cumbia. Was Richtig. Verbindet Sie mit Seela als Fachmediziner? Seela ist ein bekannter Fußballspieler in Hamburg, Uwe Seela. Und meine Wappenstadt Hamburg hat diese bekannte Kapelle hervorgebracht, in der Uwe Seela im Übrigen ein Hörnchen bläst. Und außerdem ist er bei mir auch noch in psychiatrischer Behandlung, also ein Seelenpatient, sozusagen doppeltes Seela von Seela. So ist die Geschichte. Dieses Lied wurde geschrieben für einen sehr, sehr dicken Herrn. Er wiegt so zwei, drei Doppelzentner, doch diese Info ist intern. Er hat ein exzellentes Weingut und eine Hose wie ein Sack. Er hat als Kind schon viel gegessen und dieser Mann heißt Günther Strack. Er sollte eigentlich hier singen, hier stehen wir auf dem Podest. Denn Günther Strack hat sich verspätet, wahrscheinlich steckt er wieder fest. Wir sind zu dünn für dieses Lied. Wir kommen nicht klar mit diesem Beat. Wir sind zu dünn für dieses Lied. Wir haben zu wenig Appetit. Rack my baby, rack den Günther Strack. Wir haben den Produzenten dieser Sendung alle auf unterschiedliche Arten kennengelernt. Ich zum Beispiel war mal zu Gast in einer Talksendung. Und in der Garderobe hat der ebenfalls anwesende Hugo Egon Balder mich gefragt, ob ich ihn mal kurz sprechen wollen würde. Bei Olli war das anders. Wie war das bei dir? Ich hatte zufälligerweise die Freude bei einer dieser Spots, die dort auch zu Gehör gebracht wurden und angeschaut wurden, mitwirken zu können in der Vergangenheit. Und man sah dies und sagte, uns fehlt noch einer, bring diesen Affen mal mit. Das hat Wiegald dann auch gemacht. Er hat mich angerufen und hat gesagt, da will jemand noch einen weiteren Affen. Und dann bin ich mitgekommen. Wir haben dort also ein Casting gemacht, wie man das nennt. Da werden so Affen geprüft. Und danach habe ich einen Anruf bekommen. Und ich kann nicht widerstehen. Oh, Pizza, Prosciutto. Ich mach's dir jetzt und hier sofort entstehen. Oh, Spaghetti und Mondolé. Auch wenn es sich vielleicht noch fehlt. Lambrusco. Ich liebe ihn, gleich hier und sofort. Oh, Savior, love me, darling, Savior, love me. Ich spüre dich. On the summer night and the moon and stars am Mond. Ich mach dich fertig. Wenn du kommst heute Nacht in meine Cambino, da machen wir kleine Bambino. Savior, love me for Roma and for me. Unsere gemeinsame Arbeit, die ja vor der Samstagnacht schon begann, die basierte immer auf dem Prinzip, dass wir... Geht's denn? Ja. Prima.
dass er halt Leute interviewt und da keine Interviewpartner da waren, musste ich halt herhalten als Interviewpartner. Und damit die Leute nicht merken, dass das immer der gleiche ist, habe ich also mir dann verschiedene kleine Bärte zugelegt und habe die so angeklebt. Daraus ist das dann entstanden. Sie sind zwei Stühle. Er hat eine Meinung. Gemeinsam sind sie... Stühle, eine Meinung. Mit Koning und Dittrich. Halli, hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Zu Gast bei uns im Studio. Meister Propper. Elisabeth Volkmann. Michael Schumi Schumacher. Ist das Kasperle. Dion Thiriak. Aus Hamburg St. Pauli. Hier ist Mike Hansen. Rudolf Scharping. Jens Weißflog. Michael Jackson. Boris Becker. Boris, herzlichen Glückwunsch. Boris, Sie haben es eilig, ich habe schon gehört, Babsi wartet draußen, Sie wollen jetzt gleich in die Flitterwochen, wo geht's denn hin? Ägypten. Ideen habe ich eigentlich immer ziemlich viele am Tag. Also ich gehe über die Straße oder irgendwo einkaufen oder sonst was und dann sehe ich schon tausend Sachen, die irgendwie von Natur aus eine gewisse Komik in sich haben. Darum geht es ja in erster Linie. Es geht ja nicht so sehr darum, sich was einfallen zu lassen, sondern die Dinge zu sehen, die es so gibt. Die sieht ja jeder, die können Sie auch sehen. Nur es geht darum, dass man sie eben auf die Art und Weise sieht, dass einem dazu gleich was einfällt. Ne? Ich war an Silvester beim Scheich in der Wüste, weil ich wollte ja mal endlich ein Turnier auf Sand gewinnen. Aber da hat der Scheich einen ganz falschen Belag gehabt. Also meistens Teppich. Und da war ich schon mal eingeladen zum Mittagessen und da habe ich da drauf gesessen, auf dem Teppich. Und da hat der Scheich die ganze Zeit machal, machal und so gemacht und mich da voll gequatscht und so. Und da habe ich gedacht, was macht denn der Mann, redet er da ein vom Pferd? Und genau so war's. Die Figuren verehre ich alle. Jetzt mal Intelligenz beiseite. Ich meine, in jungen Jahren, da überlegt man sich ja durchaus, welche Sportart man ergreift. Sie haben Boxen gewählt, aber Boxen ist ja auch, das hat ja einen großen Variantenreichtum. Also ich denke da jetzt mal, hier Kickboxen, was ist das eigentlich? Kickboxen? Das ist ganz einfach, da darf sie auch mit den Beinen treten immer noch, ne? Ja. Oder Thai-Boxen? Thai-Boxen, das sind japanische Lautsprecher. Gleitmann, Sie sind ja leider frühzeitig ausgeschieden, Sie sind disqualifiziert worden, gänzlich unbemerkt von der Öffentlichkeit. Was ist da vorgefallen? Naja, es war eine Verkettung unglücklicher Umstände, möchte ich sagen, ja. Nicht wahr? Also ich bin versehentlich in der Damenkonkurrenz gestartet. Ja. Wenn Sie da nun nicht zufälligerweise eine Frau sind, haben Sie als Mann gar keine Chance. Also, das ist ja fürchterlich. Aber Herr Gleitmann, man kann sich eventuell auch am Eis gelegen haben. Ja, jetzt hier in Birmingham, da war das Eis ja verhältnismäßig hart. Sehr hart, ja. Bei der EM in Dortmund noch, in der Westfalenhalle, war das Eis vergleichsweise weich. Eher weicher, ist richtig. Ja. Welches Eis ist Ihnen denn am liebsten? Na ja, Cornetto Erdbeer. Super, Burschi, super, super! Vorher habe ich manchmal Angst, dass er von seiner Figur, die er gerade erfunden hat oder die er uns gibt, ob das jetzt Beckenbauer, Becker oder wer auch immer ist, wen er da schon gemacht hat, habe ich immer Angst, dass der da mal ein paar Tage nicht runterkommt, weil der sich da so reinsteigert in die Nummer. Der Olli ist halt in der Beziehung wahnsinnig professionell und bereitet sich halt vor und hat aber auch dann wiederum auf der anderen Seite so eine alberne Ader, die dann auch wieder reinkommt. Eine spielanalytische Frage, warum haben Sie eigentlich verloren? Ja gut, ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt die eine oder andere Torschuss nicht neu gemacht haben. Ja, warum haben wir verloren? Wahrscheinlich, weil die Lauterer gewonnen haben. Wir hatten die Gelegenheit, Franz Beckenbauer mal zu treffen. Und da hat Wiegald ihn auch gefragt, Herr Beckenbauer, haben Sie Olli schon mal als Beckenbauer gesehen? Und da haben wir beide sehr herzlich drüber lachen können. Er nicht so sehr und hat gesagt, das hat man ihm mal erzählt, da hätte es irgendwas gegeben, aber er sagt, er kennt das gar nicht. Ich bin eine Lichtgestalt. Wenn ich auf den Platz laufe, sagen sie alle, oh, da kommt der Franz. Ich bin auch praktisch ein Superspieler, wie es ihn noch nie gegeben hat. Ich habe vor mir, da kannst du den Cruyff nehmen, da kannst du den Pelé nehmen, das ist alles kalter Kaffee. Ich bin ein super, ein großartiger Spieler. Wenn ich auf den Platz gehe, ich habe eine Aurora, die ist ja praktisch unterschreibend. Ich bin eine Lichtgestalt, ich bin eine Lichtgestalt, wenn ich auf den Platz gehe. Wenn wir uns aber nicht missverstehen, der Kaiser ist natürlich jemand, den wir sehr verehren, weil der Kaiser ist. Ja, das ist sowieso klar, das setzt man voraus. Die können natürlich auch sich gar kein Urteil erlauben, weil das ja alles auch jetzt Scharping oder
Messner. Die haben ja wenig Gelegenheiten, Fernsehen zu schauen. Herr Messner, also Messner schon gar zum nicht. Beispiel ist an der Antarktis. Sie agieren dort also wirklich ohne Sauerstoff. Richtig. Ich meine, ich bin nur ein Stubenhocker, ich verstehe da sowieso nicht so viel von. Aber das mit dem Sauerstoff, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe durch meine humanitäre Wild-Wildernis-Erziehung schon im Alter von 9 Jahren festgestellt, dass ich über außergewöhnliche psychophysische Sauerstoffreserven in meinem Körper verfüge. Wo haben Sie die stecken? Ich habe eine Luftblase im Kopf. Wenn man also bei 2 Stühle eine Meinung Talkgäste besorgen würde, wirkliche Menschen, die würden ja Geld bekommen und wir arbeiten ja für gar kein Geld. Das war 2 Stühle, eine Meinung. Bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Und während Günther nochmal abbeißt und dabei sehr genüsslich schmatzt, da macht es einmal richtig Bumm und diese Nummer ist geplatzt. Er war zu dick für dieses Lied. Er kam nicht klar mit diesem Lied. Er war zu dick für dieses Lied. Er hatte zu viel Appetit. Ja, rack my baby, rack den Günther Strack. Hey, 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 hey. Rack my baby, rack den Günther Strack. Hey, 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 hey. Racke die, 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 rack den Günther Strack. Ich sah dich in der Bäckerei gleich neben Kabafit. Du hattest diesen weichen Keks, wo jeder sagt, ihr geht. Da trifft die Putzfrau den Millionär und sagt zu ihm, wo kommen sie denn her? Sie gehen zusammen in die See und später kommen sie wieder raus. Eis am Stiel, nackt am Strand, ja, da hat man imposant. Hose runter, tralala, das ist FKK. Das ist FKK. Mu, 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 macht die Kuh. Mäh, 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 macht die Ziege. Wau, 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 macht der Enzian. Doch das ist eine Lüge. Kikeriki macht der Hahn. Kakerakak macht die Henne. Der Esel fährt zur IAA. Und ich geh nicht zur Penne. Und darum frag ich Baby Babe, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ich frag, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Deshalb bin ich schwer gestresst. Was schenk ich dir zum Weihnachtsfest? Ich bau dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Findest du das nicht schick? Die Wände sind aus Pökelfleisch, die Fenster aus Aspik. Hatschi, Hatschi, Reiber, Datschi, Hatschi, Hatschi, Kopf wie Matschi, Nasi voll mit Kiefernlatschi, Hatschi, Halef, Oma. Ich will es Ihnen sagen, das Wort heißt Brand. Uftata, uftata, ist noch etwas, uftata, 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 ist noch etwas, uftata. Magenkrank, magenkrank, und deinen Magen, magenkrank. Ich bin jung, ich bin schön, ich bin sexy. Habt ihr Bock auf erotische Instrumentalmusik? Ausgezeichnet! Dann werdet ihr jetzt bekommen, was ihr wollt. Mein erstes sexuelles Erlebnis fand statt, als ich 10 war. Das war beim Geburtstag von Raute Bartsch. Die wohnte in der Sackgasse, die von der Otto-Straße, der Straße, in der ich aufwuchs, abging. Und da fiel in der mit Militaria dekorierten Partykelleranlage plötzlich das Licht aus und dann haben wir geschwuft. Oh la la. Älter als 3 oder 4 werde ich wohl nicht gewesen sein. Da fiel ich bei dem Versuch, auf dem Fahrrad zu fahren, auf meine Stange.
Was war denn das für ein Fahrrad? Ein Damenfahrrad. Wir sind als Künstler zunächst mal von vornherein ja nicht so sexy. Wir haben nämlich Nasenhaare, anders als zum Beispiel Take That. Und Nasenhaare schrecken da viele Groupies, die Interesse an uns haben, doch dann auf kürzere Entfernung ab. Wir gehen im Grunde so wie jetzt an der Copacabana oder zum Beispiel auf und ab bei Hertie. Einfach mal durch die Lebensmittelabteilung. Und schon fallen sie alle in Ohnmacht. Wir wissen auch nicht, woran das liegt. Das ist eines der vielen Missverständnisse, mit denen wir leben müssen. Solche Legenden entwickeln sich halt. Und wir haben da auch nichts dagegen, dass man auf einmal der heißeste Super-Sex-Star aller Zeiten ist. Ich kann da für uns sprechen. Sex ist also unglaublich. Wenn man sich das mal vor Augen führt, nicht? Also jetzt gerade Sex auch in der Geschirrspülmaschine oder im Brotkasten, das sind Dinge, die, auf die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Ein Hoch, auf das Fest der Liebe. Aber gerade an diesem gesteigerten Interesse für Mädchen, das ist ja ein sehr offenes Bekenntnis natürlich von dir, kann man es doch als positiv vermerken, dass eine Läuterung inzwischen stattgefunden hat. Dass du dich also um die wahren Werte auch bemühst. Frauen. Was ist hier denn los? Olli, das gibt's doch überhaupt nicht! Halb acht hatten wir gesagt! Sex vor der Ehe ist ein Kann, aber kein Muss. Richtig. Sex vor der Ehe ist eine feine Sache, wenn man sich wirklich liebt. Ich bin Ben Hur und du bist meine erste große Liebe. Das ist das Notwendige, die Basis, auf der der Sex dann stehen sollte. Schnuckibärchen, Pippi Darling, sag mal, hast du mich noch lieb? Also kein Sex vor keiner Ehe ist immer noch eine sehr sexfreie Lösung, wohingegen Sex vor keiner Ehe an sich bedeutet, dass man einfach fängt. Wollen wir das wirklich? Ich meine, um das nochmal hervorzuheben, ja. Die Liebe sollte im Mittelpunkt stehen. Liebe ist schon eine ganz wunderbare Sache, nicht das Ficken. Wenn Sie jetzt zu Hause zuschauen und mich lustig finden, dann sollten Sie sich mal Gedanken darüber machen, über das schwerwiegende Missverständnis, dem Sie aufsetzen. Und ich fordere Sie dann hiermit auch abrupt auf, umzuschalten. Oder ganz auszumachen gleich. Ausmachen. Die Kiste. Ja, ausmachen. Ja. Es war ein Land von Kaffee und Kakao. Da traf ich eine wunderschöne Frau. Sie hatte eine Ader für Lumumba und Lambada. Da wurde ich erst rot und nachher blau. Es war im Land von Kakao und Kaffee. Da fing ich an zu fummeln wie Pelé. Ich wollte ihr gefallen, das schien sie nicht zu schnallen. Da hatte ich die rettende Idee. Naja, wir hatten einige fabelhafte Ideen für Videoclips. Die Ursprungsidee war, dass wir uns 625 Hareiko-Treppengeländer nehmen. Super. Und die auf dem Zuckerhut aufbauen. Da hatten wir aber Schwierigkeiten mit der Stadtverwaltung in Rio de Janeiro. Dann wollten wir drehen, 560 Meter tief im Atlantischen Ozean. Nein, nicht. Schließlich sind wir dann hier gelandet. Auch aus Kostengründen, aber vor allen Dingen, weil hier der schönste Catering-Raum in der ganzen, sagt man, östlichen Hemisphäre, sagt ja, man. Ja, das ja, das sagt man. 5, 6, 7, 8. Pan, 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 pan,
Ich bin ein alter Mann, Mensch. Prinzessin de Bahia Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Wir lieben uns von hinten und im Fernsehen kommt Bill Clinton. Diese Stadt ist wirklich international. Prinzessin de Bahia Tropical. Das ist ja ein lateinisches Lied. Ich hatte mit Latein nie was am Hut. Wir wollen einfach dem Lateinischen, das ja eine tote Sprache ist. Und da lag es auf der Hand, dass man sich jetzt im Alter auch mal mit sowas beschäftigt. Wieder auf die Beine helfen. Nero, Cicero, Homo. Darum sind wir ja überhaupt hier im Friedrichstadtpalast. Es war im Land von Kakao und Kaffee. Da sagte sie auf Spanisch einfach nee. Mit mir ist nicht zu tricksen, und zwar schon seit Richard Nixon. Deine Eier sind nur Handelsklasse B. Prinzessin de Bahia Tropical, waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Ich hab ein Reihenhäuschen dort mit Einbauschrank und Bett. Im Kühlschrank wartet eine Flasche Schaumweinkabinett. Prinzessin de Bahia Tropical. Okay, stopp. Das war sehr schön, erhebend. Und man hat einen Hauch von Zuckerhut ahnen können. Das ist so ähnlich wie starker Elektrosmog. Ja, mindestens. Oder wie ein Sprung aus dem Flugzeug und der Fallschirm geht erst nicht auf und dann doch. Tropical, interessiert sich nicht für Schwäbisch Hall, denn sie mag Walisien mehr als Alemannia. Sie war sowieso nicht ganz mein Fall. Es gibt natürlich eine ganz subtile politische Botschaft, die wir aber nicht verraten. Aber das Ergebnis der nächsten Bundestagswahl wird maßgeblich davon abhängen. Also wir geben nur einen kleinen Tipp. Wenn man die Platte vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts hört, dann geht einem vielleicht ein Licht auf. Prinzessin de Bahia Tropical, da die Post Bahia will, es ist mit Prinzessin de Bahia Tropical. Prinzessin de Bahia Tropical. Ole! Wir sind Idofestos. Wir sind hier in Griechenland und haben gerade unser neues Video abgedreht. Nochmal, Ole, bitte nochmal das Video. Moment, lass uns mal los, ja? Ja, mal ein bisschen mit Doppel. Ja, danke. Okay, kann euch bereit. Achtung und Action. Ich mach das nicht mehr mit. Kamera ab. Herrlich war's. 30 Grad im Schatten, freundliche Menschen, kristallklares Wasser. Daheim in Deutschland regnet's ja bestimmt gerade wieder. Schön hier an sich in Griechenland. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, zicki. Das ist jetzt eine Kreuzung. In Wahrheit ist das an sich der Stadtplan von hier. Ich hab noch Sand im Mund von Souflaki. Ich bin noch tüdelig von der Giraffe Wein. Du hast getanzt eine Nacht mit Nirosta, den Tzatziki im Lampenschein. Gerade so in südlichen Ländern ist ja die Kriminalitätsrate enorm hoch und darum habe ich mir zur Selbstverteidigung Knarre mitgebracht. Dieser Urlaub an der Costa Cordalis bringt mir einen Knacksos ein. Das ist nur ein Stück Pappe, das gehört da jetzt gar nicht zu eigentlich. Aber dient andererseits auch wieder der Tarnung, denn man darf ja im Flugzeug keine Waffen mit dabei haben. Und darum habe ich jetzt an meine Pistole einfach so ein Stück Pappe hinten dran geklebt, sodass das niemand sieht. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, zicki.
Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Wir widmen das Video, dessen Name uns leider im Moment entfallen ist, weil es 14 Uhr durch ist und der Blutzuckerspiegel extrem gesunken ist, der Schildkröte. Um dies zu tun, haben wir in jedem Bild mehrere Schildkröten versteckt, die sie aber nicht sehen können, weil sie die Schildkröten nicht sehen können. Am Strand ließ sich einen Drachen steigen. Auch ich wollte nicht alleine sein. Ich dachte an die süße Zellulitis und stieg in ein Metaxa ein. Diese Schildkröte war Dritter bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom. Das Tier ist sehr groß, es wurde gedopt. Die Bronzemedaille wurde ihm im Nachhinein aberkannt. Wir fuhren zu ihr nach Domestos. Doch sie kannte mich wohl nicht mehr. Ich sagte, mein Name ist Lothar Piräus. Ich bin Nationalspieler. Hier neben mir sitzt jetzt eine ganz besondere Schildkröte. Sie kann Modern Talking. Sprechende Tiere sind sehr selten. Ich bin eine Schildkröte. Ich ernähre mich hauptsächlich von Fisch und sehe fast aus wie ein Goldfisch. Ich schlafe im Hängen an der Wand. Gut gelernt. So Rudi, jetzt gehen wir baden. Das hat doch keinen Zweck. Das dürfen, dürfen das. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, zicki. Das sieht übrigens klasse aus, Hermann, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also darf ich das einmal filmen? Kommst du bitte mal hierher und kannst du bitte mal diesen doch dieser stark, arme Mann. Diesen stark beinamputierten Kameramann einmal kurz zeigen? Diese Stümpfe. Das ist an sich eine arme Nummer, ne? Oder? Das ist wirklich saujämmerlich. Ich weiß auch, warum du mitgekommen bist, weil du willst hier in Griechenland bei den Paralympics teilnehmen. Nee, so ein ganz bisschen Bein macht die Sache charmant. Ja, 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 ja. Das ist ein starker Mitleidsfaktor. So wird heutzutage mit Interviewpartnern wie uns umgegangen, ja. Die eigentlich gar keine Lust haben, jetzt noch was über ein Video zu sagen. Aber da schickt man denn jemanden, wo man nicht Nein sagen mag. Da möchte man schon aus reiner Freundlichkeit dem so ein bisschen was erzählen, damit er nicht ganz so allein in der Welt herumsteht. Ja. Zicke, zacke, zicke, zacke, zicke. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zack, zack, zicke. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 hoi. Wir haben letztes Jahr in Mexiko Stadt gespielt. War ein Festival, Stupidos 96, was allerdings Ende 95 schon war. Da hat sich auch unsere Vorliebe für alles Brasilianische dann richtig klar herauskristallisiert. Mexiko, Mexiko. Okay, komm, wir haben's drauf, wir gehen los. Ha, haben wir alles dabei? Ach, Martin, der die Bonbons jetzt, wenn wir nachher draußen sind, dass wir die Bonbons auf die Leute werfen. Diese, das sind doch 120.000 Leute. Ja. Machst du die Bonbons genug mit? Jetzt ist die Doofheit ausgebrochen. Ich habe die selber abgezählt. Und wenn jetzt einer fehlt? Weg da, weg, weg, weg. Wohin denn? Umleitung. Ach so. Da ist die Bühne. Okay. Weiß hier jemand, wo man mal Pipi machen kann? One Moment. Auf ins Klo. Die Mexikaner, die sehen das nicht so eng. Komm. Hello, we are the Lobos and my friend wants... Ich kann aber noch nicht auf die Bühne, ich muss erst mal pipi. Ja. My friend wants pipi. Donde ist das Los WCs? Vesteos heißt das. Vesteos. Vestos. Okay. Falsch, falsch, das ist doch Wummen. Ja. Wieso hast du mir denn nicht gesagt, dass das Wummen sind? Geht es jetzt gleich los? Ich gehe noch nicht wirklich los, ne? Ich muss dir was sagen. Ja. Ich kann gar nicht Spanisch. Ja. Señoras y señores, bienvenido en el estadio de los Aztecos. Y ahora una sensación musical de Alemania. Wie geht Bonin? Hola, Dietrich.
Mexiko-Stadt. Erstmal eine Durchsage. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen Mexiko-Stadt LH135 ist falsch geparkt. So, los geht's. Seid ihr alle doof? Also, geht doch! Hallihallo, Mexiko-Stadt! Doof bleibt doof, von Hamburg bis nach Hof. Doof bleibt doof, auch wenn ich Pille und Kof. Doof bleibt doof, tatü, tatü, tata. Doof bleibt doof, die Doofen, sie sind da. Danke, Mexico City! So, dass natürlich dieser Geruch von Freiheit nach wie vor hier an der Wand doch klebt förmlich. Das ist ja Little Greece hier, ein Viertel, das neben Little Italy oder Chinatown eines der folkloristisch anmutigsten Viertel von New York ist. Man kann auch hier diese Schriftzeichen im Hintergrund erkennen, die also fast genauso aussehen wie Schriftzeichen im Hintergrund. Ja auch nicht, das Leben, das ist fiese. Jeden Tag das Gleiche, ich glaub, ich krieg ne Krise. Und immer dieser Ärger, der frisst mich völlig auf. Ach, ich weiß ja auch nicht, ich glaub, ich bin schlecht drauf. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Du hast doch sonst Humor. Nun lach doch mal, nun lach doch mal. Dann lach ich dir was vor. Wir haben Bob Dylan ursprünglich nur fragen wollen, ob er die Telefonnummer von Allen Ginsberg hat, weil der hat damals in dem Video schon mitgespielt und wir wollten, dass er jetzt in diesem Video auch wieder mit dabei ist. Ach, hör auf. Er hat gesagt, Allen Ginsberg hat leider keine Zeit, weil er mit dem Kegeln gehen muss, aber er hat uns dann wenigstens die Telefonnummer vom griechischen Allen Ginsberg gegeben. Das ist in Griechenland ein Riesenstar, der verkauft also unglaublich Bücher. Ich will ja gar nicht jammern, aber was soll ich lachen? Mir ist halt trübe tümpelig, da kann man halt nichts machen. Stell dich so an. Bob Dylan war ja damals alleine in seinem Video und hat dort agiert. Wir wollten schneller sein als er und haben darum diesmal heute als Zweier-Bob agiert, also ich vorne, Olli hinten, und wir sind auch relativ rasch zum Ziel gekommen. Manchmal bin ich lustig, doch heute weniger, da kann mir keiner helfen, auch nicht die Feuerversicherung. Wir dachten, wir machen mal was richtig Modernes, so jetzt auch für die jungen Leute, für die Halbstarken, wo man also richtig zu abhotten kann, jetzt in der Diskothek. Und da ist das ja notwendig, dass auch ein bisschen das Auge ein bisschen was kriegt, dass da so ein Kitzel dabei ist. Lascher Sack! Dass da also ständig so schrille Bilder auf einen einfluten, damit man also nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht und man sich also richtig reinstürzt in die Ekstase. Das ist ja auch das, was nachher Kult ist. Shut up. Shit. Dürfen, dürfen, das.
Bei uns im Studio begrüße ich nun den Kritiker Hajo Schröter-Naumann. Herr Schröter-Naumann, stellen Sie sich doch bitte selber kurz mal eben vor. Gerne. Der Hajo Schröter-Naumann schreibt für die FAZ, für die TAZ, für die WAZ. Der Hajo Schröter-Naumann sitzt im Aufsichtsrat der Augsburger Puppenkiste. Naja, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Analysieren Sie doch bitte nun mal für uns das nun folgende Stück. Das ist eine ganz außergewöhnliche Geschichte von einem Mann, der da in den Anden saß, so einsam und allein. Und seine Frau, die die Disco-Musik liebte, ihn auf ganz unprätentiöse Weise verlassen hat. Ich kann dich nicht verlieren, ja, ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr hören, ja, ich kann dich nicht verstehen. Ja, du bist fortgegangen, ja, du gingst einfach fort. Ja, du bist fortgegangen an einen anderen Ort. Ich protestiere, ja, ich protestiere auf alle Viere. Ich protestiere gegen diese Lady. Ja, es ist ja so, er wehrt sich ja, er wehrt sich auf charmante, aber dennoch bestimmte Weise. Er sagt, ich kann dies nicht länger ertragen, meine Seele ist auch kein Trampolin. Im Reflex der Beziehung im 20. Jahrhundert, wie in einem charmanten Frühfilm von Ingmar Bergman, schwarz-weiß, rot und blau, 7 Tage Woche, 7 Farben im 6-teiligen Farbenkreis, und so protestiert er am Ende gegen diese Lady. Ziehen Sie einfach deppert an. Ja. Wiegald zum Beispiel, der schaut so irgendwie wirklich doof aus. Ja, ist Geschmackssache. Manche Leute finden auch, dass dieser Anzug jetzt ein bisschen wie aussieht wie so ein Bierding. Irgendwie altmodisch. Komplementärfarben. Weiß ich. Das stimmt ja. Ach so, dann verstehen wir das. Es geht ein Polunder auf Reisen. Zu 70% aus Acryl. Sein Preis betrug 7,90 €. Drum schwitzt sein Besitzer sehr viel. Ich habe als Kind sehr viel Niki- und Frotte-Stoffe getragen, die zwar sehr anschmiegsam sind, aber elektrostatische Elektrosmog-Probleme hervorrufen, die ich hier jetzt nicht eingehender erläutern will. Der arme Polunder muss büßen, denn er hat die Schuld an dem Schweiß. Beim PVC hat man diese Probleme nicht. Außerdem ist die Dehydrierung nicht so stark, weil das Wasser ja innerhalb des Anzugs aufgefangen wird. Und das geht plitsch, platsch, quitsch, quatsch. Ist das nass. Und aufgrund seiner Transpiration bleibt der Mann ganz alone. In der Geschichte meiner Garderobe gibt es über die Jahre betrachtet einen eindeutigen Weg hin zum PVC und weg vom Frotte. Der Mann wirft ihn in eine Tonne und sagt noch bloß weg mit dem Polunder. Hey, Wigard, can you give me the name of your tailor? Ich persönlich mische mich in die Herstellung dieser Kleidung überhaupt nicht ein. Ich bin froh, dass ich da nicht mit belastet werde. Das macht meine Freundin. Die entwirft das, die hat dann wiederum noch eine andere Freundin, die nähen kann, die hat eine Nähmaschine. Die gehen dann mal Kaffee trinken und sagen, jetzt machen wir mal einen Anzug aus Holzscheiden. Nächsten Morgen hängt es dann bei mir überm Stuhl und ich ziehe das an, weil ich kann mir immer schlecht was aussuchen. Ich kann mir schlecht was selber ausdenken, weil ich überhaupt keinen Geschmack habe. Denn es ging plitsch, platsch, quitsch, quatsch. War das nass. Und aufgrund dieser Amputation, ja, aufgrund dieser Polunder-Amputation, ja, aufgrund dieser Amputation, bleibt der Mann jetzt ohne Polunder stehen auf dem Balkon. I can see this, we got this funny looking outfit you got on. You gotta do something about that, buddy. Ich finde, dass wir sehr geschmackvoll sind. Wir haben schöne Anzüge an und kommen immer gut gekleidet zur Arbeit. Wir schnitzen uns ein Herz aus Balsaholz und malen Alltagstrott in Aquarell.
Wir töpfern uns ein kleines Glück aus Krepppapier und aus Liebe kneten wir ein Karussell. Wir backen uns aus Treue einen Gugelhupf. Wir kochen einen Brei aus Sympathie. Aus Sympathie. Wir braten uns ne Wurst aus Überzeugung. Oh ja, ne Wurst. Und würzen Kassler mit Melancholie. Sail away. Segelohr. Dream, ja, dream. Tatütata. Ene, mene, mu und raus bist du. Sail away. Segelohr. Tatütata. Ein Feuer brennt. Ene, mene, mu. Tatütatütata. Die Feuerwehr ist da. Ich glaube, wir haben beide einen wichtigen Schluss ziehen können aus den vergangenen 65 Jahren. Es kann nicht immer Sonntag sein. Wenn man das beherzigt und mit dieser Tatsache, und um nichts anderes handelt es sich, zu leben weiß, dann wird man glücklich. Los geht's. Wir sind die Doofen, mein Freund. Wir sind die Doofen, mein Freund. Wir sind die Doofen. Sie, meine lieben Damen und Herren. Wieder ein Ticket kaufen können für die Bahn. Oh, it's getting nice, this. Tja, das war unsere große Show der Superlative. Au! Da hinten brennt übrigens gerade eine Raubgiraffe, aber das können wir im Moment nicht sehen, weil die Kamera es nicht zeigt. Stimmt, tatsächlich, jetzt sehe ich das auch. Mensch, jetzt greift das Feuer auch noch über auf diesen Vorhang. Wenn da nicht bald jemand hingeht und löscht, dann brennt der ganze Fußboden. Ja. Vielleicht sollte man denen unten auch Bescheid sagen, weil sonst wird das Video ja, das liegt, glaube ich, diese Rollen, die liegen noch unten, das wird dann verbrannt. Ich glaube, das glaubt uns keiner. Thank you.
Jetzt bringen wir ein bisschen Eigenwerbung. In meiner Schleimhaut sitzt nun ein Geschwür. Das macht Probleme über Gebühr. Die Zunge ist pelzig und der Geschmack ist sauer. Und alle Viertelstündchen kommt ein saurer Bauer. Magenkrank. 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 Das ist sehr gemein. Und keine Medizin im Schrank. Lass uns mal auf großen Kriegsfahrt gehen. Guck mal da! So heißt dieses Lied. Bubi, pipi, kaka. Dieses Lied ist Cheat. Manchmal habe ich auch so Angst, so allein in der Prärie. Und alle Kinder. So heißt dieses Lied. Bubi, pipi, kaka. Dieses Lied ist Cheat. Jetzt seid mal einen Moment ruhig hier. Das Schöne an Kondomen ist ja, dass sie so herrlich einfach zu bedienen sind. Schon die Anschaffung von Kondomen bereitet auch einem Doofen überhaupt keine Schwierigkeiten. Kondome kann man heutzutage an jeder Straßenecke käuflich erwerben. Zum Beispiel aus einer Drogerie oder, wenn man es ganz eilig hat, aus einem Automaten. Man wirft einfach ein passendes Geldstück in den Schlitz des Automaten und zieht dann das Kondom aus dem Schacht. Die Öffnung der Plastikumhüllung des Kondoms bereitet auch einem Menschen mit kurzen Fingernägeln überhaupt keine Probleme. Hat man das Kondom aus der Umhüllung geholt, stülpt man es, und nun wird's wirklich ganz kinderleicht, einfach über das dafür vorgesehene Körperteil. So, und dann kann das Liebesspiel auch schon beginnen. Oh, und ich glaube, du kannst auch nicht mal eine Milchtüte richtig aufmachen. Regie, kann immer jemand aus dem Bild nehmen hier? Das hat überhaupt keinen Zweck mit dem. Mach mal die Kamera aus. Ist doof.